Ja, Predator. Von dem Moveset habe ich keine Ahnung. Gegen den spiele ich zum ersten Mal. Zurück hier bei Mortal Kombat 10. Mit Scorpion. Fangen wir wieder mal an. Achso, ich ziehe jetzt diesmal mal mit Scorpion durch. Ja, letztes Mal Sub-Zero, ja, ist halt immer ein bisschen, also ich weiß ja nicht, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin der Einzige, der so voll die Probleme manchmal hat mit so diesen Beat'em-Ups, weil 126 so, ja, komm, der Einzige, der so Probleme hat mit solchen Gegnern, nein, mit solchen Spielen, also mit Beat'em-Up, ich finde das irgendwie voll geil, aber ich kann das voll nicht. Also, ich, keine Ahnung. Für mich sieht es irgendwie so, voll so aus. Oh, Ermac, ja. Mit ihm gibt's oder gab es einen Glitch, wo man sich die, wie sagt man, die Balken unten, also die Meter-Bars, einfach so auffüllen konnte mit einem Move. Da haben wir ja einen zu bekommen. Voll der Shit. Aber hey, ich weiß nicht, ob sie den removed haben oder nicht. Es geht eben nur mit einem Typ, aber... Hey, wer weiß? Naja, jedenfalls... Ja, bin ich da der Einzige, der so Mühe hat, weil ich meine, bei Tekken habe ich es auch nicht gerade leicht. Oder? Jetzt, ja. Ehrlich. Okay, ja, jetzt. Hä? Komm schon. Huh. Schaut mir, der Kollege kann spielen. Ey, ich will doch den Takedown machen, also den Low-Schneider-Kick. Und ich jump immer, ich weiß nicht warum. Genau den. Ja, komm schon. Ah, fuck. Okay, zum Glück hat es so eine Range, dieser Uppercut. Was, das gibt einfach so 17? Okay, gut, das, wahrscheinlich ist das schon zusammengesetzt. Also einfach so gibt es schon nicht einfach. Das wäre mir ja was ganz Neues. Schade. Ja, was ist es? Was? Ich habe so das Gefühl, der kann nur auf den Ja, irgendwie schon. Der kann nur auf den Schlag teleporten. So ähnlich wie so Sappen halt. Das ist aber voll scheiße. Mann, ich dachte, ich hatte ihn, ohne Scheiß. Aber naja, da wären wir wieder beim Ich dachte. Naja, ja, komm schon, drück mal.
Oder mach weiter oder was ich was. Komm schon, einmal geht schon noch. Oh nee, komm. Ja gut, dann nehme ich einfach wieder Skorpion. Nee. Also Inferno ist ziemlich assi. Ja, Predator. Von dem Moveset habe ich keine Ahnung. Gegen den spiele ich zum ersten Mal. Das meine ich ernst. Und das ist ziemlich scheiße. Ne, ohne Witz jetzt. Mann. Ich gehe mal schwer davon aus, dass er mit dem ziemlich spielen kann. Ja. Mal schauen. Vielleicht kann ich ja was ausrichten. Overhead. Ja, ich gratuliere. Schade. Oha. Oh. Ja, jetzt fängt's an. Ah, nein. Das dachte ich schon. Also wenn ich jetzt mit dem nicht durchkomme, dann weiß ich auch nicht. Sorry, aber... Ja, gut, das ist wieder. Ja! Warte, das war doch perfekt, oder? Oh, Scheiße. Bäm. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen eklig, aber. Flawless. Oh, Scheiße. Es geht ja sicher ins Menü zurück. Ja. Nein. Nein. Noch nicht. Vielleicht dachte ich so, jetzt gerade so. Genau das wollte er. Ey, das gibt's nicht. Der erste Flawless Victory. Oh, scheiße. Ja, und jetzt? Okay, was war das jetzt? War das so ein Schild oder was? Ja. Ja. Schön mit Scorpion durchgebrannt. Wortspiel. Nein. So. Tja, da will ich mal zurück zum Hauptmenü gehen. Ja, es tut mir jetzt ein bisschen leid. Aber Leute, das soll es wieder gewesen sein für MK10, hä? Für MKX.
Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ey, mein erster Flawless Victory. Das hätte ich ja nie im Leben gedacht. Das ist überhaupt mal schafft. Aber hey, ich habe es geschafft. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Impact Rider. Tschüss zusammen.